Herzlich willkommen bei Gobo LP, heute mal mit einem Review / Gameplay. Ich habe mich für das Spiel Woi Online entschieden. Das Spiel ist heute bei Steam rausgekommen und ich muss jetzt gerade etwas lauter sprechen, weil dieses gottverdammte Spiel schon in diesem Menü so gut ist, dass sie nicht mal ein Soundsystem eingelegt hatten, wo man den Sound etwas milder stellen kann, weswegen das Spiel lauter ist als ich. Ich hoffe, ich bin gerade gut zu verstehen und ich nehme einfach mal den zweiten Server. So, hier sind wir nun im Menü, wo man einen Charakter wählen kann. Ich habe es gerade schon ausprobiert, daher weiß ich das mit dem lauten Menü. Nun erstelle ich einen neuen und möchte direkt mal die Klassen vorstellen. Da gibt es zum einen den Berserker, ziemlich gut halt im Nahkampf. Dann gibt es den Elementalist, das ist, denke ich mal, ein Magier. Hinzu kommt der Champion, so eine Art Paladin. Dann kommt der Prophet, so ein Heiler oder Mönch. Der Meuchler, der so ziemlich Ninja-Assassin-mäßige, den ich gerade genommen hatte. Hinzu kommt der Söldner, den ich wahrscheinlich gleich nehmen werde. Der Waldläufer. Die Nymphine oder so. Und der Nimrod. Ich nehme aber, wie gesagt, den Söldner. Mach einfach mal zufällig Charakter Option. Werde wahrscheinlich sie hier nehmen. Haster, Gesicht, alles verstellbar. Geschlecht. Man muss leider ein Geburtsdatum eingeben. Ich habe am 5.6. Geburtstag, deswegen mache ich das jetzt auch. Weiblichen Charakter nehme ich im Alexandria. Weil ich den Namen absolut scharf und geil finde. Nun fertigstellen. Konnte nicht erstellen. Ja, toll, es gibt bereits einen Charakter. Dann nehme ich natürlich die altersbeliebte Xena. Kennt man ja noch aus dem Fernsehen. Auf geht's. Und auch das geht nicht. Mann, ist das ein geiles Spiel. Okay, dann nehme ich meinen altbeliebten. Es gibt diesen Charakter-Namen nicht. Diesen Charakter-Namen. Namen, nicht mehr Namen. So. Und zwar Blumencode. So, auf geht's. Blumencode for the win. Auf geht's. Jo, wir nehmen Blumencode und starten direkt mal ins Spiel. So, hier bin ich nun an der Stelle, wo ich den Sound etwas regulieren kann, glaube ich zumindest. Und das werde ich dann direkt auch mal tun. Und zwar Option. Und nun hier irgendwo Sound ganz leise stellen. Und damit sind wir fertig und kann nochmal reden. Hallo, ich bin Gobo und ich habe heute einen Gast. Und zwar den Sebastian. So, auf geht's. Wir möchten dieses Spiel etwas kommentieren und euch etwas näher bringen, wie dieses Spiel funktioniert. Zunächst einmal, hier sehen wir, wie diese Questgebung funktioniert. Große Seele, die Hoffnung der Welt hängt von eurer Wiederauferstehung ab. Ihr müsst die Mission aus eurem letzten Leben beenden. Okay, Szenario und Wiedergeburt neu. So, und wir sehen uns wieder, wenn es etwas weiter mit dem Kampfsystem geht. Bis gleich! So, hier bin ich wieder. Ich wollte nur einmal kurz noch zeigen, wie genial das Laufen hier funktioniert. Guckt euch nur an, wie elegant sie die Treppe runtergleitet und mit was für einer enormen Geschwindigkeit mit dieser Schrittabfolge sie läuft. Sie schwebt mehr, sie läuft nicht. Sie ist einfach unglaublich. Also bis gleich. So, da bin ich wieder und nun möchte ich euch ja das Kampfsystem etwas näher bringen. Also, man klickt ganz einfach auf das Viech, man greift automatisch an und hofft, dass irgendwann mal das Pony tot ist. Es ist tot. Oh, da liegt etwas. Nein, da liegt gar nichts. Mann, was für eine Verarsche. Ja, dann kann man noch Skills anwenden. Hier zum Beispiel, wenn ich 2 drücke, Bams, tot ist er, Level up, alles in Ordnung. So, Level Up. Da konnte man hier zu seinem Charakter gehen. Dann normalerweise Attribute führen. Allerdings, da ich Level 2 erreicht habe, geht das noch nicht. Dann konnte man hier irgendwo Skills haben. Die Skills sind hier die Fähigkeiten. Kann ich leider auch noch nicht wirklich erhöhen. Allerdings kann ich euch ja jetzt auch hier diese Leisten etwas mehr näher bringen. Hier einmal Freunde, Gilden und so ein Kram. Kennt man ja. Sozial, ihr habt keine Legion, ihr könnt euch den Beitritt zu einer Legion bewerben oder eine eigene Legion gründen, sobald ihr Level 46 erreicht habt. Soweit wird es allerdings nie kommen. So, Gruppe, ja, man kennt ja Gruppen. Warum Level 46? Ich weiß es nicht, das ist irgendwie nicht besonders, ne? 50 wäre sinnvoller. Ja. Dann kann man logischerweise handeln, kennt man ja, obwohl, ist nicht selbstverständlich. Ja, Arena, PvP, Funktionen. Ich weiß jetzt nicht, was genau. Ach so, man kann im Spiel selbst aufnehmen. Das wusste ich auch noch nicht. System, Handwerk, Questbuch. Was müssen wir gerade eigentlich machen? Krieger, die für Odin gekämpft haben, werden in Valhalla-Tempel wiedergeboren. Die Valkyren hier helfen ihnen dabei, ihre Erinnerungen zurückzuerhalten. Odin ist der Schöpfer der Welt. Er reagiert über alle anderen Götter und die Ordnung in der Welt. Der Himmel, die Erde und die Unterwelt haben ihre eigenen Gesetze. Sie sind verschieden, aber ausgeglichen. Ziele. Besuche die Valkyrie. Oh, die hatten wir schon gesehen. Okay, dann gehen wir, denke ich mal, jetzt mal schnell zur Valkyrie. Auf geht's. Wieder mit dieser geilen Laufanimation. Ja, die ist echt Hammer. Ja, unglaublich, oder? Ich meine, sie schwingt die Knie und bewegt sich dabei vorwärts.
Aber die Pfeile haben sie exakt aus Warcraft übernommen, oder? Welche Pfeile meinst du? Wo ich gerade hingehe. Ach so, ja. Man kann übrigens auch mit WASD steuern und sogar hüpfen. Sogar Double-Sprung ist möglich. Yeah, man. Okay, doch, das Hüpfen, das begeistert mich gerade irgendwie. Kannst du, ja. Kannst du von der Brüstung da runterspringen, also von der Brücke runterspringen? Ich kann wahrscheinlich hier runterspringen, ja. Nee, kann ich nicht. Unsichtbare Wand. Kinderspiele. Ja. Naja, ich gehe jetzt erstmal zum Questgeber und danach werde ich dann mal gucken, ob es eine Open World oder sowas gibt. Und da hingehen. Hier ist sie. Shit. Jetzt kann ich wieder schreiben oder was. Okay, ich verstehe es nicht. Gut, dann unterbreche ich hier nochmal die Aufnahme und wir sehen uns gleich, falls es eine offene Spielwelt gibt, wieder in der offenen Spielwelt. Falls es keine gibt, in meinem Review, also Schlusskommentaren. Bis gleich. So, wir befinden uns jetzt schon auf dem Regenbogen, den ein Pony gefurzt hat und wollen jetzt zur Stadt der Engel. Zur Stadt der Engel. Zur Stadt der Engel. Auf geht's zur Stadt der Engel. Ihr müsst mindestens Level 100 sein, um diese Gegend zu betreten. Wollen die mich eigentlich verarschen? Okay, also wir haben bis jetzt eine unglaublich große Spielwelt gefunden, die so ziemlich die zwei großen Flächen, die ihr bereits auch gesehen habt, betreffen und kommen einfach nicht weiter. Wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Naja, wir sehen uns gleich, wenn wir irgendwie weitergekommen sind. Bis dann. So, wir haben jetzt ein anderes Portal gefunden und sind nach Atlantis gekommen. So, mal gucken, was Atlantis so bringt. Was sagst du mir? Gar nichts. Sehr nett. Ach so, das ist ein anderer Spieler. So sieht man hinterher aus, wenn man ganz viel Geld bezahlt hat. Ja. Als Waldläufer. So, auf geht's. Na, 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 na. Vielleicht gibt's ja eine Karte. Jo, es gibt eine Karte. Das hier ist Atlantis. Das ist doch schon mal ein bisschen größer. Ja, allerdings nicht wirklich gegnergeladener. Nee, ich glaube, das ist mehr so eine Stadt, wo du so handeln, kaufen, so kannst. Also ganz ehrlich, Leute, also das Kampfsystem überzeugt mich schon absolut nicht, weil es absolut langweilig ist. Und deswegen schafft es das restliche Spiel eigentlich auch schon nicht. Sollte euch so ein Kampfsystem gefallen, muss ich sagen, das Spiel sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Klar, die Laufanimation ist ein bisschen störend, aber das Spiel an sich sieht echt nicht schlecht aus. Kann man ein bisschen mit, ja, klar, jetzt nicht mit Guild Wars oder WoW vergleichen, aber für Free-to-Play ist es eigentlich voll in Ordnung. Ich finde, man kann es ein bisschen mit Alien vergleichen. Ja, Alien ist ein guter Vergleich, allerdings würde ich euch da eher zu Alien raten, weil da das Kampfsystem und die Laufanimation besser ist. Zwar kann man ja da keinen Doppelsprung machen, aber dafür kann man dahinter rumfliegen. Oh yeah. Oh yeah. Naja, aber alles im einen muss ich sagen, ich werde das Spiel, glaube ich, nie wieder anrühren, obwohl diese Frau echt Möpse hat. Ja, was soll man machen? Weibliche Charaktere. Ja. Naja, alles im allem würde ich dem Spiel bisher 4 von 10 Punkten geben. Ich werde jetzt ein bisschen weiterspielen und heute Abend dann genauere Informationen in die Beschreibung posten, wie mir das Spiel gefallen hat. Aber was würdest du dem Spiel geben? Kann man noch halbe Punkte vergeben, also so 4,5? Ja, kannst du machen. Ja, okay, dann würde ich 4,5 Punkte vergeben. Jo, also ich hoffe, ich konnte euch nähere Informationen geben, euch vielleicht bei der Kaufentscheidung kann man jetzt nicht sagen, aber wollt ihr wirklich die 10 Minuten, die der Download benötigt, investieren, um dieses Spiel zu spielen? Ich weiß ja nicht. Ich meine, man muss schon zugeben, beim Character Editor sahen die fertigen Character gar nicht mal so übel aus und der Waldläufer, der gerade auf seinem Puma oder was das war, sah auch nicht schlecht aus, aber... Ja, der hat mich zu diesem halben Pluspunkt inspiriert, das Reittier. Okay. Aber ansonsten, naja, grafisch wie gesagt ganz nett, allerdings auch nicht mehr zeitgemäß dafür, dass es heute erschienen ist, und zwar mit eigentlich mit heute, den 1. September 2012. Ne. Ich bin Gobbo, ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen. Guckt ruhig auch mal auf meinen Let's Play Channel vorbei, einfach auf meinen Namen klicken, das ist mein erstes Gameplay-Review. Naja, man hört sich.